Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Minecraft Hero. Und mit dabei ist heute der Taddle. Hallo. Und der Herr Bergmann. Hallo. Aber nur im Gespräch, denn wir spielen heute wieder alleine. Wir sind gerade, bin ich zu Hause. Und die Sache ist die. Ich bin ein bisschen krank, Dena war ja krank und ich glaube, dadurch, dass ich immer jetzt, also es gibt ja eine Inkubationszeit, da kann ich mal ein bisschen erzählen, falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ist so, Dena war vor ein paar Tagen krank und dann war ich bei ihm und habe seine vollgebakterierte Tastatur benutzt und habe mich in seiner Krankheitszone aufgehalten und konnte mich damit wahrscheinlich sehr einfach mal bei ihm anstecken. Hab gedacht, okay, ich habe ein gutes Immunsystem, wurde verschont. Aber die Krankheit bricht ja erst immer später aus und nicht direkt am selben Tag. Und jetzt ist Dena wieder fit, weil langsam, aber jetzt geht es mir langsam ein bisschen schlechter. Und die Inkubationszeit ist halt die Zeit, in der es braucht, bis sich erstmal sowas bemerkbar macht. Und bis es sozusagen ausbricht, bis es den Körper quasi schwächt. Und jetzt habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass ich langsam krank werde. Ja, und ich habe aber morgen, muss ich schon wieder früh aufstehen und mit Dena los, Möbel gucken und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, habe ich schon ein bisschen die, ich will einfach nicht krank sein, das ist die Sache. Ja, das wollte ich nur sagen. Wie heißt Wasseratmung? Water in Affinity oder irgendwie so ein Schwund. Moment. Was für ein Helm kann ich mir am besten? So ein Schwund. Was für ein Helm kann ich am besten anziehen für Water? Water. Ich glaube, ich ziehe einfach meinen Thief-Helm an und pack da einfach Water drauf. So. Und Erde brauche ich wieder. So. Ja. Und ich habe mir heute gedacht, ja, ich nehme den Tattle und den Herr Bergmann mal mit. Den können ja ein bisschen reden, wenn ich so, mir so schlecht geht. Aqua Infinity, ja. Aber ich habe nicht genug Lärm. Und doch, wie man sieht, wir reden sehr viel. Ja, ihr seid echte der Plan ist aufgegangen. Plaudertaschen, wie ich mich hier merke. Bin so aufgeregt wegen der Wohnung, Mann. Ja, genau. Gut, dass du das Thema ansprichst. Das hätte ich jetzt wieder Ewigkeiten nicht gepeilt. Ja, gut, dass ich dabei bin. Falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt, also es kann ja immer noch sein, dass es Menschen gibt, die gucken nur Hero und dann wüsst ihr es jetzt trotzdem wahrscheinlich schon, weil in der Folge, wo ich sage, ich spreche bei denen ein, da ist auch schon alles in der Richtung sozusagen. Man muss ja auch nicht jede Folge gucken. Na klar, aber ich meine, also ich habe auf Instagram, auf Ungespielt, überall Sachen schon dazu gepostet, aber ich erkläre es nochmal kurz. Ich war gestern mit Dena den Mietvertrag unterschreiben. Wir haben jetzt die Wohnung, also ganz sicher, wir haben jetzt zusammen ein, also wir wohnen beide in einer separaten Wohnung im selben Haus in Köln und das wird eine sehr lustige Zeit, denke ich mir. Und ich wenn nicht alles glatt läuft, dann wird sogar noch der Adi und der Taddle zu uns ziehen, ins selbe Haus, in eine andere Wohnung, aber das ist halt noch, das steht auch quasi so in den Sternen. Wir hoffen das sehr, aber es ist nichts, wo man 100% sagen kann, es ist sicher. Auch das mit uns in der Wohnung war jetzt nicht 100% sicher, bis wir den Vertrag unterschrieben haben. Aber jetzt ist alles soweit schon mal geklärt. Ja, ich war gestern mit denen auch ein bisschen Möbel anschauen und so. Und habe auch eine grüne Couch auf Instagram gepostet. Das heißt, wenn ihr mir, also ich habe die noch nicht gekauft, ich kaufe mir vielleicht heute oder morgen, wenn ihr mir sagen wollt, ob euch gefällt, also die lila Kissen, die da drauf sind, die gehören nicht dazu. Die finde ich auch hässlich, aber falls ihr sagen wollt, ja, kauft die oder kauft die nicht, also weil die schön ist oder nicht, ich möchte so eine grüne ungespielt Couch, dann geht auf Instagram und schreibt es da unter das Foto, damit ich Bescheid weiß. Ja, ansonsten habe ich den Kanal Ungefilmt jetzt gestartet, den ich jetzt schon seit längerer Zeit vorhatte, endlich zu starten und habe da gestern Nacht, also heute Nacht, also gerade eben, mein erstes, also für euch jetzt nicht gerade eben, aber für jetzt gerade, wo ich aufnehme, also gestern Nacht mein erstes Video hochgeladen und das ist sehr, das sehr persönliches. Es ist ein Video, wo ich halt einige Sachen so einfach mal loswerde und ein bisschen was erzähle und ein paar Fragen beantworte und so weiter. Und falls euch das interessiert, ist ungefilmt jetzt in der Beschreibung verlinkt und ab jetzt immer, falls ihr irgendwie einen schnellen Klick dahin wollt, nicht in meiner Box, sondern oben in meinem Kanal-Banner. Neben Facebook, Instagram und Twitter ist jetzt ein kleiner YouTube-Knöpfchen und da steht ungefilmt drauf. Ja, okay, das soweit dazu. Ja. Und der Tal und der Bergmann sind auch da. Die reden so viel. Yeah.
Was habt ihr denn heute so gemacht? Ich war ja den ganzen Tag mit denen unterwegs, hab euch ja gar nicht gesehen. Ich bin ja gerade eben erst aufgestanden. Okay. Um 2 Uhr in der Nacht bin ich aufgestanden, bin dann ins CS gegangen, dann war da auch schon so ein kleines Grüppchen am Reden. Und das ist mein Tag bis jetzt. Ich habe noch nicht mal was gegessen. No. Wahnsinn, ne? Ja. Der Wasserhelm übrigens mit Infinity Aqua Affinity, blabla, Aqua Affinity, der ist echt super. Okay. Der hält mir viel länger Luft. Oh, scheiße. Jetzt ersticke ich aber. Nee, doch. Scheiße, ich ersticke echt. Hilfe, ich muss nochmal zum Schild, zu meiner Luftblase. Oh, Luftblase. Wenn du jetzt abgekratzt wärst, Alter. Nee, ich hab noch genug Leben. Alter, ich will einfach hier unter Wasser und krieg hier, muss hier die übelsten Sachen bauen. Ja, die Zuschauer denken sich so, Sima, was machst du da eigentlich? Warum machst du da eine Kuppel aus Dreck? Aber Leute, das hat alles einen Sinn, weißt du? So. Herr Bergmann. Hallo. Was hast du heute so gemacht? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, weil ich mich gerade das Vorschaubild für eine Horror-Map mache. Wir haben heute Horror-Maps wieder aufgenommen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich so ein Schisser bin und ich hasse Horror-Maps. Und ja, ansonsten eigentlich nicht viel. Wir haben ein bisschen was geplant, weil nämlich heute Stürmerfall und Paluten nach Hamburg kommen und wir uns dann alle zusammen in die Arme fallen werden und so ein bisschen auf Arte, kennst du vielleicht, hier durch die Nacht mit, weißt du, machen werden. Ja, das habe ich letztens erst gefunden. Das ist sau das geile Format. Super geil, genau. Und sowas werden wir halt auch machen, bloß in Hamburg dann. Und das wird bestimmt ganz cool. Wir freuen uns drauf. Ich muss mein Tag. Ah, cool. Ich baue gerade unter Wasser eine Kuppel aus Dreck. Und gehe immer wieder unter meine Taucherglocke, um ein kleines bisschen Luft zu holen. Ich habe mir so eine ganz kleine Taucherglocke hier gebaut und da muss ich immer wieder hinschwimmen, damit ich Luft bekomme, weißt du? Super cool. Und das mache ich jetzt immer die ganze Zeit so. Und jetzt schwimme ich kurz zu meiner Taucherglocke, wieder zurück. Habt ihr schon mal probiert, unter Wasser eine Stadt zu bauen? Ja, mache ich gerade. Ja. Das ist ganz schön schwer. Ja, das ist schon nicht schwer, einfach, aber ich habe einen Plan. Weißt du, mit einem Plan. Das Wichtigste ist immer eine Idee. Das Wichtigste ist immer, das Grundgerüst eines jeden Werkes ist eine Idee. Und meine Idee ist vorhanden. So, noch einmal schnell dahin. Taucherglocke, hallo. Oh, Taucherglocke. So. So, und jetzt gleich bin ich fertig mit meiner Dreckkuppel. Nicht zu verwechseln. So. Okay, perfekt. Jetzt nochmal kurz so. Okay, pass auf. Jetzt muss ich noch ein bisschen hier Dreck aufschütten und dann läuft das Ganze. Zack, 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 zack. Ja, sehr gut. So, meine Dreckskuppel ist errichtet. Jetzt kommt mein Glas drumherum, Leute. Und dann seht ihr nämlich das Wunderwerk. Dann seht ihr nämlich das Wunderwerk. Das Wunderwerk. Okay, das ist noch nicht so schön, wie ich das eigentlich wollte. Deswegen kommt hier noch erst noch ein bisschen Erde drumherum. Nein, jetzt ertrinke ich wieder. Es ist so ein nerviges Unterfangen, unter Wasser zu bauen. Glaube ich nicht. Ja, doch, weil man immer diese Zeitbegrenzung hat. Ich könnte natürlich noch viel mehr Affinity auf meine Sachen draufpacken, aber, weißt du? So, jetzt. Glas. Nee, warte, das ist unnötig gewesen, das Glas da. Ich darf kein Glas umsonst platzieren, weil Glas nicht wieder zurückkommt, wenn ich es kaputt mache. Also, Glas mit Bedacht setzen. Glas. So. Jetzt wieder unter meine Taucherkuppel. So. Ha, diesmal habe ich keinen Schaden bekommen. Ha. So. Jetzt hier kommt wieder die Taucherkuppel. Erzählt mir was in der Zeit, wo ich die Taucherkuppel baue, bitte. Bitte. Irgendwas Spannendes. Tadel. Mal gerade was. Wir sind echt um die Uhrzeit echt die besten, Leute. Wir sind echt die besten.
Also 20 vor 8, kann ja, man vielleicht mal erwähnen. 20 vor 8 morgens. Völlig verrückt, gerade frisch aufgewacht, du bist gleich in die Schule. Du bist frisch aufgewacht? Du bist auch gleich in deine Klasse, oder? Ja, ich habe mir freigenommen heute. Also ich bin in Anführungsstrichen, ne? Ich bin blau, ja, ich bin blau. Ich bin blau und nachtblau. Hey, du bist auch kein gutes Vorbild für deine Schüler. Bitte? Du bist auch kein gutes Vorbild für deine Schüler. Och, die haben es ja gut vorgemacht. Außerdem haben sie dann 2 Stunden frei und dann kiffen wir mal hinter der Schule noch eine Runde, dann passt das schon. Alter, Bergmann rast richtig aus. Was ist da los? Was ist da los bei Bergmann? Völlig schlaftrunken. Mach natürlich nur Spaß, liebe Kinder. Ich mach nur Spaß. Ich geh in die Schule, alles ist cool. Guck mal, 20 vor 8, ey, es passt, gerne auch schnell unter die Dusche, ey, bin um 20 nach da, passt das. Sag ich, dass ich im Stau stecken geblieben bin, das glauben die mir immer. Das ja. Bei dir läuft. Riecht da nochmal eine Empfehlung aus für den Film, in dem du gestern Abend warst. Ach, in dem Film. Wir waren gestern mit Dena und Sebastian in dem Film. Grüße an Sebastian und an Dena. Das wundersame Leben des Walter Mitty. Ach, du bist eine dumme Scheißsau. Ich meine dich, ich meine diesen Tintenfisch da. Ja, das habe ich schon gedacht. So, der Tintenfisch, der hat einfach sich in den Weg gestellt. So, ja, das ist wunderbar, das Wort halt mit ihm, genau wie er gesagt hat, genau so sieht's aus, erstaunlich ist es, ja, und ja, da waren wir gestern drin und ja, war cool, war ein cooler Film, aber warte ganz kurz, ja, ich erzähle ganz kurz unter der Luftblase, war ein sehr süßer Film, kann ich euch empfehlen, reinzugehen, war auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall so seine seltsamen Seiten, aber auch sehr coole Seiten und es geht, und es ist ein Longboard im Film, kommt drin vor, ohne zu viel zu spoilern und das hat mir gut gefallen, weil ich mag ja Longboards, so, haha. So, Das ist auf jeden Fall ein Kriterium, woran man einen Film aber hallo. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich hier, Leute, jetzt habe ich eine Glaskuppel drum gebaut, warum habe ich es gemacht? Ja, jetzt, Leute, grabe ich das hier frei, so, zack, zack, zack. Und was ist jetzt? Jetzt habe ich hier eine Luftblase. Jetzt pass auf, jetzt grabe ich hier unten drunter einfach mal die ganze Erde weg und dann habe ich eine ganze Glaskuppel. Seht ihr das? Digga, nee! Seht ihr das, Leute? Alter. Nicht dein Ernst. Alter, doch. Jetzt nochmal in Slow Motion. Ja, ihr glaubt jetzt nicht, was ich hier tue, aber es könnt ihr meine Erfolge gerne sehen. Nein, was habe ich getan? Was passiert? Nein, immer diese Scheiße. Und Schwund. Alles okay. Ich muss erstmal hier jetzt meine Erde hier weggraben, weil ich habe nämlich eine Kuppel. Also ich erkläre euch mein Bauprinzip, ja. Also es war eine Kuppel, komplett aus Erde. Einfach nur ein richtiger Scheißhaufen, weißt du? Du musst dir vorstellen, wie ein Haufen von einem riesigen, gigantischen Hund unter Wasser geschissen. Okay? Ja, so. Kann ich mir gut vorstellen. Und dieser Scheißhaufen einmal glasiert mit einer Glaskuppel. Also einmal um den Scheiß. Dann bist du reingegangen rein, und hast die Erde weggebaut. Genau, und dann zack, habe ich unten drunter eine wunderbare, schöne Luftblase und oben drüber eine Kuppel. Toll, oder? Ja, raffiniert. Ich bin ein Fuchs. Ja, Leute, und das ist die Kuppel des Untergrunds. Ja, die Kuppel des Untergrunds. Ja. Wie viele Kuppeln musst du jetzt bauen, bis du fertig bist? Oh, nee, was? Es geht nicht, ein weiser Mann sagte, Meyer Bergmann, es geht nicht um die Anzahl der Kuppeln. Was man daraus macht. So sieht es nämlich aus. Weil Kuppel hin oder her, Rom wird auch nicht an einem Tag erbaut. Da fehlt, glaube ich, ein Glasstück. Kann es sein? Fehlt hier Glas? Das wird bestimmt auf Twitter zitiert. Kuppel hin oder her, Rom wird auch nicht an einem Tag erbaut. Auf Twitter wird letztens alles zitiert, ne? Ja, seit ihr mir nicht nachgemacht habt, ihr Hunde. Ja, es ist, wir sind auch hier ganz schön fiese. Ich werde nie zitiert. Doch, jetzt wird Herr Bergmann zitiert. Jetzt wird er zitiert, wie er sagt. Ich werde nie zitiert. Zitat Herr Bergmann. Oh Mann, das wird richtig oft jetzt da stehen. Vor allem jetzt, wo wir es gesagt haben. Ja, nur muss Herr Bergmann muss sie retweeten, ne? Herr Bergmann weiß Bescheid, ne? Ja, natürlich mag ich das. Ja. Denn ich sehe also jeden Retweet. So. Herzchen. So. Schaut euch meine Glaskuppel an, Leute. Schaut euch nur mal an. Ich will sie sehen, jetzt sofort. Ja, das darfst du aber nicht. Es ist nicht böse gemeint von mir, sondern es liegt auch nicht an dir, vielmehr an... technisch vermutlich, oder? Technische... Warte mal. Technische Probleme. Da kommt eine Erdkack-Kaufmann. Hier diese Säulen, die mach ich, die Säulen hier. Zack. Oh, da hätte noch Dingens hingekonnt. Aber egal. Die Säulen, die gläsernen Säulen, sage ich immer, ja, ja.
zack, die gläsernen Säulen des Untergrunds. Heute kommt meine Oculus Rift an, ich bin richtig aufgeregt. Oh ja. Dann kannst du mit deiner Oculus Rift, kannst du dann die Glaskuppel erstmal bestaunen. Ja, kann ich sogar echt. Ja, ich wollte mir eigentlich keine Oculus Rift holen, bevor die neue nicht draußen ist. Aber da das erst Ende des Jahres ist, bin ich auch am überlegen, gerade weil, wenn man so zusammen wohnt, dann ist es bestimmt sau lustig, wenn man voll die coolen Sachen mitmachen. Hä, was darf ich? Hab ich da falsch gut? Bei mir ist halt die Sache, ich möchte dann, egal wie viel rauskommen, ich werde wahrscheinlich, wenn das finanziell möglich ist, mir jede holen. Einfach um diesen ganzen Verbesserungsweg mitzuerleben. Hätte ich die Mentalität damals schon gehabt und wäre ich kein Baby gewesen, das sich in die Hose geschissen hat, hätte ich mir auch jeden Gameboy geholt und so. Ich finde einfach sowas super interessant, gerade bei so einer neuen Technik. Ah, was? Da habe ich aber irgendjemand verarscht. Alter. Da ist der Punkt. Da liegt der Hund begraben. Ja. Hä? Aber wie kann es denn sein? Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Wie kann so etwas sein? Hä? Was passiert jetzt? Warte mal. Da ist es so und da ist es so. Das kann nicht sein. Nee. Das kann nicht sein. Ich muss da kurz rausgehen und mir das angucken. Ich starte mal die Matrix neu, ey. Bevor hier irgendwas schief geht gleich. Kann echt nicht sein. Hä? Was habe ich da genau falsch gebaut, Leute? Was habe ich da falsch gebaut? Da kommt ein Erdblock hin, damit das Wasser aufgehalten wird. Schreibt's in die Kommentare. Was hat Simon da falsch gebaut? So. Gucken wir uns das hier mal an. So. Also. Erstmal kurz an der Luft. So. Was habe ich hier falsch gebaut? Warum ist da... Aha. Da ist ein Block zu viel. Oh ne, jetzt läuft da Wasser rein. Da war überhaupt kein Block zu viel. Oh nein. Scheiße. Ach, was immer diese Probleme. Hä? Aber was? Warum ist denn hier so ein Kohl? Bei mir auch die ganze Zeit schon. Aha. Ist das vielleicht? Nee. Doch. Warte mal kurz. Warum ist denn hier so ein Kohl? Hä? Warte mal. Eins, zwei. Ich glaube, hier habe ich einfach keine Blöcke hingesetzt. Kann es sein? So? Ich glaube, hier, das ist einfach das, was gefehlt hat. Die Blöcke, die ich jetzt gerade hingesetzt habe. Moment. Ich glaube, das war's schon. Das war schon alles. Das war die ganze Zauberei. Gucken wir jetzt mal runter. Nochmal runter. So. So. Ja. Wenn ich jetzt da... Ah, jetzt geht's. So. Jetzt kann ich euch das was wieder wegmachen. Weil so. Und jetzt könnte ich eigentlich theoretisch auch... Warte mal, wenn ich das da richtig mache, aber das ist noch nicht richtig. Aber egal. Es wird langsam. Es ist langsam, aber sicher. Wenn ich das hier wegmache, kommt... Nee, auch kein Wasser rein. Perfekt. So. Oh, hier kommt da Wasser rein. Der ist nicht nett. Der ist nicht nett. So. Da muss also Glas hin. So. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wie ich auf der Seite mache. Dann muss ich mich genauso machen. Aber ich habe noch 4 Glasblöcke. Aber es reicht, glaube ich, nicht mehr. Deswegen lassen wir das mal so. Auf jeden Fall haben wir heute eine Glaskuppel gebaut. Und das ist ja schon mal immerhin was. So. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt verbinden wir die Glaskuppel noch am Ende der Folge. Ach, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich versuche die noch schnell zu verbinden. Mit der anderen, mit dem anderen Untergrundlager. Und dann haben wir voll die geilen Untergrundtunnel. So. Warte. Wo ist das andere Untergrundlager? Da. So. Von da aus verbunden suchen wir jetzt eine Verbindung zu schaffen. Oh, das ist echt, gefällt mir gut. So, da ist die Glaskuppel, das heißt, wir müssen einfach geradeaus, okay. Geradeaus, das ist richtig kacke, was ich hier mache. Hauptsache kein Kies, weil Kies ist kacke, alles was runterfällt ist kacke. Richtig dummes Bild gemalt. Während du die Folge aufnimmst. Ich habe einfach gemalt, Alter. Mann! Immer kommt so Sand und so runter. Das mag ich nicht am Wasser, wenn Sand runterkommt. So. Was hast du für ein Bild gemalt? Erzähl mal. Ich habe einen Drachen gemalt. Der fliegt. Oh. Und während der fliegt, kommt Feuer aus seinem Mund rausgeflogen. Okay. Hast du eine Bedeutung, Tadel? Psychologisch höchst interessant, mein Lieber.
Hast du schon mal überlegt, woher das kommt? Dass dir dein Drachenkomplex, also. Ja. Geil, ich bin direkt unter in der Base. Wenn ich jetzt so mache, dann so und hier wieder hochgehe, müsste ich theoretisch genau in der Base rauskommen, oder? Ja, hier ist Luft. Ja. Jetzt kommt hier noch ein Leiter irgendwann hin oder so. Aber erstmal baue ich das so ab. Ha! Ich habe einen Tunnel geschaffen. Hier kommt man raus und hier, direkt darunter, kommt man zum nächsten. Jawoll! Geil, das ist geil. Ja, cool. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, Leute. Ich würde sagen, da haben wir heute schon einiges Produktives geschafft für den Untergrund, weil wir müssen erstmal ausbauen. Das ist halt jetzt ein bisschen Baukram, aber ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Kuppel findet. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst eine Wertung da. Und ja, es war sehr gut, dass Tadel und Herr Bergmann so viel gelabert haben, weil wenn ich baue, da haben die mir sehr viel Arbeit abgenommen mit Reden, aber... Hey, wir haben wirklich viel geredet. Ich werde jetzt immer mitnehmen, wenn ich was zu reden habe. Gut, haut rein, Leute. Ciao. Tschüss.